Hallo, hier ist wieder Micha, der Geschichtenerzähler. Lasst mich euch eine weitere Geschichte von Otti und Pat erzählen. Eine Nacht ist vergangen, seit Otti und Pat sich am See begegnet sind. Es war für beide eine sehr interessante und aufregende Begegnung. Pat verbrachte den Abend bei den Menschen im Pub, streifte im Garten umher und sah nach den Mäusen. Otti schwamm durch den See, fing sich einen Fisch und suchte sich einen Platz für die Nacht. Beide dachten über ihre Begegnung und das Erlebte nach. Otti gefiel der See und das, was ihr Pat erzählt hatte. Und so beschloss sie, Pat am nächsten Tag wieder zu besuchen. Sehen wir nun, wie der neue Tag für beide beginnt. Pat wurde vom Gezwitscher der Vögel und den Geräuschen im Haus geweckt. Nach seiner morgendlichen Fellpflege lief er freudig zu seinen Dosenöffnern. Er wurde gestreichelt und bekam sein Futter. Seine Menschen begannen ihr Tagwerk und Pat ging in den Garten und sah überall nach dem Rechten. Pat ging zum Stall, danach zum Seeufer. Er sah nach den Enten und blickte auf das Wasser und hoffte darauf, Otti zu sehen. Aber er sah keine Otti im Wasser. So trottete er zurück in den Garten und durchstreifte die nähere Umgebung des Hauses. Die Sonne stieg langsam höher und es wurde wärmer. Er suchte sich einen schönen Platz im Gras und döste in der Sonne. Doch die Sonne ist so angenehm warm und so schläft Pat ein. So geht Otti ins Wasser und schwimmt in den See hinaus, dem anderen Ufer zu. Endlich erreicht Otti das andere Ufer. Sie geht ganz vorsichtig an Land, aber kein Pat am Ufer. Pat ist nicht zu sehen und so schleicht sich Otti langsam vom Ufer zum Garten und versteckt sich im hohen Gras. Sie schnuppert in der Luft und es riecht nach geräuchertem Fisch, nach Menschen und nach noch etwas, was Otti nicht erkennen kann. Sie spitzt ihre Ohren und lauscht. Sie hört das Plätschern des Wassers am Ufer, das Gequake der Enten und ein Geräusch, das sie nicht kennt. Sie drückt sich noch tiefer ins Gras und verharrt ganz still. Pat liegt noch immer im Gras in der Sonne und schläft den Schlaf einer zufriedenen Katze. Er schläft tief und fest. Otti schnuppert noch einmal in Luft und hört die sonderbaren Geräusche. Es riecht so fremd, so eigenartig. Auch die Geräusche klingen fremd. Otti ist einerseits neugierig und andererseits ängstlich. Wenn nur Pat her wäre, denkt sie. Plötzlich steht etwas vor ihr. So etwas hat sie noch nie gesehen. Sie liegt ganz flach und still im Gras. Ihr Herz klopft vor Aufregung. Vor ihr steht etwas, das sieht aus wie eine Wolke mit Beinen und riecht furchtbar. Der Geruch sticht in ihrer Nase. Otti weiß nicht, was sie davon halten soll und wünscht sich, Pat wäre hier. Nun wird Otti aber doch etwas neugieriger und schleicht langsam und vorsichtig etwas näher. Sie sieht nun, dass dieses Etwas vor ihr einen Kopf hat, oben mit zwei spitzen Dingern. Nun hat auch dieses Etwas Otti entdeckt und beginnt zu blöken. Dies erschreckt Otti so, dass sie sich sofort wieder in das hohe Gras zurückzieht. Dieses Ungeheuer steht da und blökt. Otti bekommt es mit der Angst zu tun und verkriecht sich noch tiefer im Gras. Sie möchte am liebsten zurück in den See und so weit wie möglich wegschwimmen. Jetzt kommen noch mehr solche Ungeheuer und Otti wird Angst und Bange. Durch das Geblöke der Schafe wacht Pat auf. Er schreckt aus seinem Schlaf und braucht einen kurzen Moment, um richtig wach zu werden. Er kennt ja die Schafe und weiß sofort, dass hier etwas nicht stimmt, wenn sie solchen Lärm machen. Pat läuft zu den Schafen. Er denkt, hoffentlich ist es nicht der Wolf. Pat erreicht das Haus, läuft zum Stall, sieht und hört die Schafe. Sie stehen dicht gedrängt im Kreis in der Wiese. Pat sieht und riecht keinen Wolf, nur Schafe. Pat hat keine Angst vor Schafen. Er weiß, sie sind sehr laut und riechen nicht besonders gut, aber sonst recht harmlos. Er läuft zu den Schafen und stutzt. Er riecht ganz deutlich die Schafe, aber da ist noch ein Geruch. Es riecht leicht nach nassem Fell und Fisch. Dieser Geruch kommt Pat sehr bekannt vor. Pat ist sofort klar. Das kann nur Otti sein. Pat schleicht sich zwischen den Schafen durch und bleibt vor dem hohen Gras stehen. Jetzt kann er Otti ganz deutlich riechen. Die Schafe verteilen sich langsam wieder über die ganze Wiese. Sie haben das Interesse verloren und grasen friedlich weiter. Pat geht in das hohe Gras und entdeckt Otti,
die ganz ängstlich und zitternd am Boden kauert. Und jetzt bemerkt auch Otti, dass Pat vor ihr steht. Sie blickt ihn mit großen, ängstlichen Augen an. Pat stupst Otti sanft mit der Pfote und sagt, »Hallo Otti, ich bin's. Du brauchst keine Angst zu haben, die Schafe sind weg.« Otti noch ganz verwundert, »Hallo Pat, ich bin so froh, dass du da bist. Ich halte solche Angst vor diesen Ungeheuern. Wie nennst du sie?« »Pat, ganz ruhig, das sind Schafe und die sind harmlos. Du brauchst dich also nicht mehr zu fürchten. Du brauchst dich also nicht mehr zu fürchten.« Otti richtet sich auf und schaut zu Pat und fragt, »Für mich sind das Ungeheuer, vor allem das mit den spitzen Dingern auf dem Kopf. Wofür sind diese Schafe gut?« Wenn Pat könnte, würde er jetzt herzhaft lachen. Pat setzt sich in das Gras und spricht zu Otti. »Die Menschen halten Schafe, weil sie Milch, Wolle und Fleisch davon bekommen. Das Schaf mit den spitzen Dingern, wie du sagst, ist ein Schafbock. Und die Dinger auf seinem Kopf sind Hörner.« Otti ganz verdutzt. »Er sieht gefährlich aus und die Schafe sind so groß. Ich wollte dich besuchen. So bin ich durch den See geschwommen. Als ich am Ufer ankam, habe ich gehofft, dass du dort bist. Aber ich habe dich nicht gesehen. So bin ich zum Stall. Ich dachte, du bist vielleicht dort.« Pat schaut Otti an und antwortet, »Ich war heute schon sehr früh im Stall und danach habe ich meine Runde durch den Garten und die Wiesen gemacht. Dabei habe ich einen schönen Platz mit Sonne und weichem Gras gefunden und mich hingelegt. Da bin ich wohl eingeschlafen.« Otti, darauf ganz ernst, »Du hast geschlafen? Am Tag? Schläfst du nicht in der Nacht?« »Pat«, antwortet ihr, »wir Katzen sind Nachttiere, da jagen wir und sind unterwegs.« Otti antwortet, »Ich habe mir gestern am anderen Ufer einen Platz zum Schlafen gesucht. Dort habe ich geschlafen und mir heute einen Fisch gefangen.« Pat darauf zu Otti, »Ich bewundere deinen Mut, Otti. Wenn du nicht auf die Schafe gestoßen wärst, würdest du jetzt bestimmt vor der Haustüre sitzen oder du wärst in der Wiese.« So unterhalten sich beide noch einige Zeit. Es ist Mittag geworden und sie bekommen Hunger. Pat schaut Otti an und meint, »Langsam wird es Zeit für Futter. Ich bekomme Hunger. Hast du auch Hunger, Otti?« Otti zögert nicht lange und antwortet, »Hunger? Nun, auf den Schrecken könnte ich ein Stück Fisch vertragen. Hast du noch so ein Stück von dem Fisch von gestern für mich?« Pat antwortet, »Du meinst den geräucherten Lachs?« Otti ganz vor dich, »Ja, den meine ich.« Pat, »Ja, davon ist noch genug da. Ich bring dir ein Stück mit.« Beide trotten zum Hauseingang. Der Platz vor dem Haus ist leer, nur die Tische und Stühle stehen dort. Sie schleichen zur Tür. Da hören sie ein Geräusch. Otti erschrickt. Für heute beende ich meine Erzählung. Otti und Pat werden sich am nächsten Tag wiedersehen und Otti wird dabei wieder viel Neues entdecken. Otti möchte ja gerne die Menschen beobachten und sehen, ob es so ist, wie Pat es ihr erzählt hat. So verbleibe ich euer Micha und werde euch bald eine neue Geschichte von Pat und Otti erzählen. Versprochen. St. Patrick bless you.